sieh mal einer an! Eine Leiter! Unglücklicherweise ist meine V-Reihe für eine solch vertikale Konstruktion. Ah! Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Was befinden hier so? Piss Wash Gully. Igitt. Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Ich will, dass ich mich gar nicht... Ah! Ist Pisse. Pisse. Warum heißt es wohl Piss Wash? Steckt doch schon im Namen. Ich hab volle Mund. Weißt du eigentlich, wie viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier. Deine Körperteile. Was habe ich dir gesagt? Minimale Nein. Explosion. Sagte null Explosion. Flug, ihr Fägel! Meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauche deine Waffe. Kannst mich auch einfach fragen. Sowas wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes. Oh oh. Leg sie alle um. Was ist denn bei dem schief? Ich entsorge überflüssiges Blei. Ich kann es nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anlasst. Ich schaff das. Ich krieg den Griff. Was wird schon? Warte, echt, bis das ein Ende nimmt? Jakobs, ruhig weiter. Oh! Komm schon, Mike, fahr langsamer. Wir sind spät dran. Mir schlecht, Mike. Ich brauche einen Ginger Ale. Hol dir einen Ginger Ale, nichts anderes. Sind die Hotdogs frisch? Hab ich gestern draufgelegt. Ich nehme einen. Packen Sie ein paar Gurken auf das Mistding. Mach die Kasse auf. Bleib da stehen! Sind das Skittles, Marcus? Das sind nicht meine, Mike. Doch, sind es. Halt die Fresse! Marcus, in den Wagen. Das ist eine Knarre vor meinem Gesicht. Willst du dich mit ihm anlegen oder mit mir? Entschuldigung, Sir. Aber ich muss leider los. Rufen Sie die Polizei. Sind Sie nicht die Polizei? Hey, Reggie, hast du meine Snacks gegessen? Nein, Sir. Du hast meine Snacks gegessen, oder? Such dir endlich einen Job. Ich bin ein US Marine, Sir. Dann solltest du endlich mal ausrücken. Dad, sieh mal. Berichten zufolge hat der verstorbene Captain Conrad Howard vom Miami PD jahrelang mit Drogenkartellen zusammengearbeitet. Captain Howard wurde was angehängt. Los geht's. Was zum Teufel? Er schreibt uns von der anderen Seite. Tut er nicht, Marcus. Wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Scheiße! Mist! Verdammter Mist! Ich weiß nicht, wer daran beteiligt ist, aber vertraut niemandem. Ihr seid meine Bad Boys. Wascht meinen Namen rein. Ihr solltet vorsichtig sein. Ihr werdet verarscht, Detectives. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Sie sind bewaffnet und gefährlich. In 5, 4, 3. Verdammt! Wischwasser ist brennbar! Ich bin kein verdammter Wissenschaftler! Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Ich brauch was Fieses, Mike. Bad Boy! Ah! Ich hab das im Griff! Hast du eben nicht? Hey Mike, wir sind Seelenverwandte. Nein.
Mann, ich stelle mir meinen Seelenverwandten anders vor als das. Du siehst nur das Äußerliche. Seelen haben keine Schwänze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat. Happy Birthday to you. Okay, schon gut, okay. Es waren ein paar harte Jahre. So viel ist sicher. Aber ich bin glücklich. Dank jedem Einzelnen von euch bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wünsch dir was, Baby. Wade Wilson? Wer fragt? Soll mir das etwa Angst machen? Pegging ist für mich nichts Neues, Freundchen. Aber für Disney. Mr. Wilson, Sie haben sich anscheinend eingenässt, als Sie bewusstlos waren. Ich war nicht bewusstlos. Wer sind Sie? Und warum bin ich hier? Kommen Sie mit. Wait. Sie sind etwas Besonderes. Das ist Ihre Chance, ein Held unter Helden zu sein. Ich rieche, was Sie hier reintreten, Sensei. Ihr kleines Cinematic Universe wird sich für immer verändern. Ich bin der Messias. Ja, ich bin Marvel Jesus. Hilfe bitte! Gott, wie ich das liebe! Stopp! Steh da nicht so blöd rum, du Affe. Ich will mal hoch. Nee, ich schaff's allein. Vielen Dank! Jahrhundertelang herrschte Harmonie. Die Titanen waren die Wächter der Natur. Und die großen Affen wurden die Beschützer der Menschheit. Ein Signal entdeckt. Sie kann es spüren. Kong, Godzilla, sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu. Etwas, vor dem sogar sie sich fürchten. Lust auf einen Ausflug? Dachte, du fragst mich? Versuch deine Zunge nicht zu verschlucken. Was? Ist das ein Mini-Kong? Oh mein Gott. Das ist nicht nur ein Signal. Es ist ein Aufruf zum Krieg. Was ist das? Kong allein kann das nicht aufhalten. Er ist nicht allein. Bei ihrer letzten Begegnung war das beinahe Kongs Ende. Sie müssen sich nicht mögen. Sie sollen nur zusammen kämpfen.
Jetzt habe ich alles gesehen. Es gibt geringfügige Erweiterungen. Bist du mit dem Begriff Evolution vertraut? Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig. Noah! Sie konnten fliegen wie Adler und über Ozeane hinweg sprechen. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dies ist mein Königreich. Wir werden lernen. Affen werden lernen. Ich werde lernen. Und ich werde erobern. Los! Der Legende nach haben Affen und Menschen Seite an Seite gelebt. So unvorstellbar das auch ist. Wieso jagt man sie? Sie ist klüger als die meisten. Die Ältesten haben uns über diese Welt nicht alles erzählt. Verneig dich vor deinem König. Affen jagen Menschen. Das ist falsch. Zusammen werdet ihr sterben. Nein, zusammen stark. Bürger von Amerika, die Menschen der Florida Alliance und die Western Forces aus Texas und Kalifornien sollen wissen, dass diese Vereinigten Staaten sie wieder willkommen heißen, sobald ihre illegale Sezessionsregierung abgesetzt wurde. Und für welche Seite die kämpfen, wissen sie nicht? Jemand will uns erschießen und wir wollen die erschießen. Sich meine Welt für immer. Meine Mutter war großartig. Und er hat mir alles genommen. Wen haben wir denn da? Sie kommt von einem Ort des Überflusses.
Das ist unser Schicksal. Meine Kindheit. Meine Mutter. Ich will sie zurück. Ich will sie zurück! Was du auch tun musst. Egal wie lange es dauert. Versprich mir, dass du wieder nach Hause kommst. Beschütze den grünen Ort. Es ist Zeit zu nehmen, was rechtmäßig uns gehört. Achtung! Fertig! Ja! Wo willst du hin? Zu voller Hoffnung! Es gibt keine Hoffnung! Wenn du ihn findest, gehört er mir. Es wird immer Krieg geben. Aber um nach Hause zu kommen, kämpfte Furiosa gegen die ganze Welt. Kennst du mich noch? Ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht erwächst aus Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schießen, schießen. Er ist schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste? Gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Warum jagst du? Mein Vater bringt Böses in die Welt. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum glaubst du, nennt man mich wohl Rhino? Schließ deine Augen. Du wirst dich selbst finden. Als ich klein war, hat mir meine Mutter immer eine Geschichte erzählt. Von einem Dämonenkönig und seiner Armee. Sie brachten Feuer und Schrecken übers Land. Bis sie dem Beschützer des Volkes gegenüberstanden. Den weißen Affen. Da bist du ja. Du bist eine Bestie. In dieser Stadt sehen uns die Reichen nicht als Menschen. Gib mir den Job, den keiner machen will. Ich erledige ihn. Für jeden, der vergisst, wo sein Platz ist, geht es nicht gut aus. Was ist
der falsche Ort, um zu arbeiten, wenn man mit so etwas nicht umgehen kann. Jeden Tag habe ich dafür gebetet, die Schwachen beschützen zu können. Ich habe eine Antwort auf jedes Gebet. Ich nenne sie Nikki. Minaj! Pralle Kurven? Schöne Scheinwerfer. Let's boogie! Du musst kämpfen. Für deine Mutter. Für uns alle. Zorn wird deine Seele nicht besänftigen, mein Sohn. Nenn mich nicht Sohn. Es ist an der Zeit, sich zu erinnern, wer du bist. Selbst ein winziger Funke kann alles entfachen. Magno. Ladies and Gentlemen, sind Sie bereit für einen beschissenen Kampf? One, two, three. Das da bin ich, Colt Sievers. Und das ist meine Story. Können wir noch mal von vorn anfangen? Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen. Die zufällig Regisseurin dieses Films ist. Wir müssen super professionell bleiben. Cool. Willst du rummachen? Nein. Ja, will ich auch nicht. Hab ich grad gar keinen Bock drauf. Auf rummachen? Ja. Worauf hast du Bock? Reden. Ja. Es gibt nur ein Mini-Problemchen. Der Star des Films. Tom Ryder. Ist verschwunden. Und du musst ihn finden. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht böse gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Tom! Um ehrlich zu sein, er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Ich will nur nach dir sehen. Und denen wird's nicht gefallen, wenn du rumschnüffelst. Ich bin nur ein Stuntman, okay? Das ist total irre, Mann. Mhm. Aha. Wir haben Drogen, böse Typen und einen Mord. Was ist ein Eisverbrechen? Sagten Sie Eisverbrechen oder Eisversprechen? Eisverbrechen. Okay, Sie nuscheln leicht. Ich möchte Ihnen kein Eisversprechen. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Die Story ist episch. Von kosmischen Ausmaßen. Stunts! Die Bösen sind ja auf den Fersen. Wir werden dich verstecken. Nein, wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ich vergesse nie eine Faust. So meinte ich das nicht. Nichts geht über einen guten Twist. Wer mag keinen Twist? Lass uns Ärger machen. Genau mein Gedanke. Bleib am Leben. Egal wie. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Willst du fahren? Okay, verrückter Hund. Der Stuntman ist irre. Wir müssen ihn einkasseln. Und dann prügeln wir die Scheiße aus ihm raus. Ein letzter Stunt. Volles Programm mit Pauken und Trompeten. Wir brauchen ein großes Finale. Wie viele Aufnahmen hast du davon? Wir haben es 5-mal gedreht. Oh. Alter Schwede. Ja. Was war das Erste, was dir an mir gefallen hat?
eine glanzvolle und zugleich kaputte Erscheinung. Du bist wie geschaffen für mich. Genau wie du für mich. Was war das Schlimmste, das du je getan hast? Ich habe Dinge gesehen, die ich niemals hätte sehen dürfen. Eric! Sherry! Sherry! Bitte tu das nicht! Wenn jemand stirbt, trägt eine Krähe dessen Seele in das Land der Toten. Aber manchmal geschieht etwas so Grausames, dass die Seele keinen Frieden findet. Bis man die Dinge wieder ins Lot bringt. Man gab dir die Macht eines Gottes. Aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um sie zu retten. Ich würde jeden einzelnen von ihnen töten. Ich habe dich getötet. Ja, hast du. Wir haben ein Problem. Er ist uns auf den Fersen. Der erste Impuls. Zorn. Es ist kein Zorn. Es ist Liebe. Was ist nur aus dir geworden? Du weißt, dass Liebe nur Schmerz verursacht. Du hast keine Ahnung, was für eine Hölle dich erwartet. Doch, das weiß ich. Wie viele Menschen hast du jemals geliebt? Leute, was da auch drin ist, das ist groß und irre schnell. Fahrt! Go, go, go! Selbst Tornado Wrangler. Wenn du ihn spürst! Ja, ihn! Ich sagte, wenn du ihn spürst! Ja, ihn! Dann kann's ja losgehen! Oh, er ist perfekt! Er ist wunderschön! Ihr dachtet, ihr könnt einen Tornado vernichten. Wir hatten nie eine Chance. Willst du eine? Stellst dich nicht deinen Ängsten. Du beherrschst sie. Das sind Zwillinge! Zwillinge! Das? Nope. Laut.
Wenn ich so einen Stein in meiner Hand habe, weiß ich genau, was das ist. Kenne die Funktion. Seine Form ist die Funktion. So finde ich Frieden. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Der Maurer Ihres Vertrauens. Sir, das hier ist dringend. Was haben Sie da geschickt? Viktor Radek. Er hat undercover für uns gearbeitet. Was willst du? Nur einem alten Freund mal Hallo sagen. Irgendjemand erpresst die CIA. Mit denen er unser globales Netzwerk gefährdet. Ich möchte, dass du nach Griechenland fährst. Mit ihr. Ist ein wichtiger Auftrag für Sie. Der erste Außeneinsatz, ganz ohne Vorgesetzte. Ich bin Ihre Vorgesetzte. Ja, natürlich. Und wie geht's weiter? Ich muss ihn finden und ausschalten. Zurückzukommen war ein Fehler. Denn eins kannst du mir glauben. Nun wird es schwer für dich, wieder rauszukommen. Da hast du recht. Ich hab dich gewarnt. Du hast dich nicht rausgehalten. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich höre niemals auf, dich zu verfolgen. Ich mach das. Ja, Schatz. Wir verfolgen jemanden und wollen keinen Schornstein bauen. Ohne mein Werkzeug gehe ich nirgendwo hin. Sie waren ganz oben, hatten den absoluten Gipfel erreicht. Ich kann Sie in ein Turnier mit den besten Kämpfern der Welt bringen. Ich spreche von einem echten Kumite in Osteuropa. Welch eine Ehre, so viele Champions in einem Raum zu sehen. Sie alle wurden als Teilnehmer für das Kumite auserwählt. Und was zum? Wird aus den Verlierern? Um die kümmern wir uns. Das ist Draco, der ungeschlagene Champion. Meine Frau wurde als Geisel genommen. Und mich zwingt man in einem Kumite zu kämpfen. Draco? Kann ich nicht besiegen. Musst du auch nicht. Du musst nur überleben. Hat schon mal jemand mit Draco mithalten können? Nein. Es gibt hier jemanden, der kann dir vielleicht helfen. Wer? Menschen werden sterben. Es gibt einen Haufen Leute mit einer Menge Geld und John Hall liefert ihnen das. Dann sind wir nur Unterhaltungsware. Nein, wir sind mehr als das. Möge der Kampf beginnen! Ja. Ich wünschte nur, du müsstest nicht gehen. Es ist meine Pflicht zu gehen. Wir sind so stolz auf dich, Sam. Name, Soldat? Private Samuel Burns, Sir. Burns, Sie sind im 2. Regiment, 2. Kompanie, Baracke 385. Ich bin begeistert, dass du für die Special Force ausgewählt wurdest. Ein Fallschirmjäger zu sein, ist etwas, worauf man stolz sein kann. Sei der beste Fallschirmjäger, den sie haben. Alle sofort antreten! Nehmt eure leeren Rucksäcke und geht nach draußen! Seid ihr taub? Los geht's! Wisst ihr, wo sie uns hinschicken werden? Keine Ahnung. Wir sollten das tun, weswegen wir hier sind. Lasst uns ein paar Mädels finden. Ich bin Grace Ford. Ich bin Sam Byrne aus Wyoming. Ich hoffe, dass du nicht so bald in den Krieg geschickt wirst. Manchmal frage ich mich, auf wessen Seite Gott steht. Ich weiß nicht viel. Ich bin nur ein Cowboy aus Wyoming, der noch nie eine Kirche von innen gesehen hat. Aber ich weiß, dass Gott im Krieg keine Partei ergreift. Töten ist falsch, von beiden Seiten. Die B-52
Bibel sagt, die größte Liebe, die ein Mensch haben kann, ist die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Sie haben Leben gerettet. Sie haben ihn abgehalten, noch mehr Männer zu töten. Der Feind lässt euch nicht schlafen. Warte nur, bis du im Schlamm liegst. Tagelang nichts gegessen oder geschlafen hast. Kugeln an deinem Kopf vorbeischwirren. Mörser überall explodieren. Während du nur die Schreie der verletzten Soldaten hörst. Also hör auf, dich zu beschweren. Hast du mich verstanden? Heute ist der letzte Tag eurer Ausbildung. Morgen ziehen wir in den Krieg. Es geht an einen Ort, an dem andere es versucht haben und gescheitert sind. Und deshalb holen sie uns. Ich glaube, wir sind das geheime Selbstmordkommando, das Hitler ausschalten soll. Vor 3 Jahren haben 4 Neonazis das Haus meiner Familie am See überfallen und meinen Vater ermordet. Inzwischen bin ich 16 und schon von 3 Pflegefamilien abgehauen. Diego, komm! Willst du uns platzieren oder einfach weiterkauen? Dann kommt mal mit. Na endlich. Oh, shit! Was hat sie mit Absicht gemacht? Diego, was? Diego! Auf den Schutz unseres Landes. Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Wer ist das? Das ist Becky. Du hast mir meinen Hund weggenommen. Sollen wir die Polizei holen? In der Scheune liegen genug Waffen, um morgen im Rathaus einen Aufstand zu beginnen. Findet sie und gebt ihr den blöden Kläffer! Wir hatten eine schöne Zeit. Das ist noch nicht vorbei. Sir, sehen Sie das? FBI, FBI. Kennzeichen wurde überprüft. Der Wagen gehört der Frau. Annabelle Fargo wurde tot in ihren Kofferraum gequetscht. Das Auto bist du gefahren. Ich brauche Verstärkung. McNabb County General Hospital. Wen wir suchen. Weiß, männlich, ca. 1,75. Ziemlich schlank, um die 37 Jahre alt. Ist komplett bandagiert. Außerdem hat er tiefblaue Augen. Ein Serienmörder schläft in meinem Bett. Er hat nichts getan. Woher weißt du das? Alle diese Frauen wurden mit dieser Ringelblumenkrone gefunden. Alle wurden vergewaltigt, gefoltert und erdrosselt. Wenn du unschuldig bist, wirst du es beweisen können. Und wenn ich's nicht bin? Hören Sie auf, sich Ihr eigenes Grab zu schaufeln, sonst enden Sie auch dort. Was habe ich getan? Du warst verrückt. Warst du von diesem Mädchen besessen? Wer zum Teufel bist du? Diese ganze Sache läuft langsam aus dem Ruder, Frank. Runter auf den Boden! Runter! Runter auf die Knie! Ich habe Informationen bezüglich des Serienkillers, den Sie suchen. Ich will diesen Kerl nur fangen. Was zum Teufel ist bloß mit dir?
Marokko stießen sie auf etwas Unglaubliches, dass meinem Team hier der Zugang zu den Ausgrabungen gewährt wurde. Das wird großartig. Und Marokko ist wunderschön. Du wirst es lieben. Solltest du mich brauchen, ich werde dort alles stehen und liegen lassen, um nach Hause zu kommen. Was passiert hier? Keine Bewegung! Nicht schießen! Wir haben keine Zeit. Es gibt schlechte Nachrichten. Captain Paxton, welche Ehre, Sie kennenzulernen. Wir sind uns alle einig. Eine Verhandlung kommt nicht in Frage. Eine Rettungsmission. Wenn wir sie finden, hole ich sie da raus. Ich liebe diese Frau mehr als alles andere auf der Welt. Ich werde alles tun, was nötig ist. Halte deine Augen offen und den Verstand geschafft. Bring Kate nach Hause. Dann kann die Party ja starten. Es gibt Dinge, die Könige, Präsidenten und auch Botschafter besser nicht erfahren. Was willst du mir andrehen? Ich handle mit Produkten, die sich von allein verkaufen. Du bist ein Waffenhändler, der Drogen verkauft, Ricky. Ich brauche keinen Verkäufer. Das tut mir leid. Wir brauchen Geld. Ich werde es versuchen. Ich bitte dich doch nur um einen geregelten Job. Hätte nicht gedacht, dass du anrufst. Und die Risiken? Erwischt zu werden. Wie viel? Miss Arnold? Das Einzige, was zählt, ist, dass du ein Mann bist, mit dem niemand rechnet. Hast du heute mit mir gerechnet? Er ist die perfekte Tarn. Du lieferst was ab und bringst was zurück. Slim weiß, wo du hin musst. Achte darauf, dass unser Handelsreisender hier keine Dummheiten anstellt. Ich sage das nur einmal. Wenn du uns verarschst, wirst du und jeder in deinem Umfeld sterben. Ist das Teil von irgendeinem beschissenen Plan? Cliff, Mann, was für eine geile Scheiße! Woher weiß ich, dass du das nicht auch mit mir machst? Wenn ich es gewollt hätte, wärst du längst tot. Wir mögen es nicht, wenn jemand etwas nimmt, das uns gehört. Jeder Plan braucht einen Sündenbock. Glaubst du etwa, das, was du tust, hat kein Verfallsdatum? Das lief ja wie geschmiert. Harrys eigene Tochter wurde vor 4 Jahren getötet. Irgend so ein Wichser hat sie zugedröhnt, vergewaltigt und dann am Straßenrand liegen gelassen. Was hat er vor? Er will wohl verhindern, dass Katja das Gleiche passiert. Danke, schätze ich. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, jeden Verdacht auf Missbrauch zu melden. Überleg dir das gut, Harry. Das werde ich. Lässt du mich rein? Wer ist das? Es ist mein Coach. Hören Sie auf, sie zu schlagen. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Scheißangelegenheit. Bevor ich heute hier wieder verschwinde, breche ich Ihnen definitiv den rechten Arm. Trau dich doch. Wir sehen uns in der Schule. Na los! Coach Sumner, können wir kurz reden? Was ist los? Wo ist sie hingefahren? 10.000 im Voraus? Ja, wie angekündigt, mein Bruder. Ich könnte all deine Probleme lösen. Sie verkaufen die Mädchen an den Meistbietenden. Ich hätte da ein paar Fragen. Ja. Wo ist sie? Wo hast du sie hingefahren? Damit kommst du nicht durch, Mann! Harry, Sie sind kein Officer. Lassen Sie mich meinen Job machen. Nicht nötig. Und es ist mir egal, ob ich den Rest meines Lebens im Knast sitze.
Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den schäbigen Ordnern, denen ich bisher war. Deshalb bin ich auch schon seit über 10 Jahren im Geschäft. Ich werde sie umbringen. Oh! Jemand hat in der Fabrik unsere Firewall überwunden. Apex Predator von Ion. Immer wenn eins dieser Dinger in Berührung kommt, mit einer mechanischen Vorrichtung, wird das zu einer Tötungsmaschine. Du musst sofort das Kraftwerk verlassen, auf der Stelle! Es ist wieder Krieg. In 12 Stunden ist jedes technische Gerät an Cuba. Nichts Digitales ist sicher. Die nehmen die Form von Robotern. Meine beiden Kinder sind im Van Ryberg Center eingeschlossen. Hier lang. Wir sind auf jede Unterstützung angewiesen. Konnten Sie sie schon irgendwie hacken? Wir könnten ja die Seabots wieder online bringen. Wir sind auf dem Weg in die Zentrale mit gutartigen Seabots. Die Dinger sind überall. Er verschlingt alles, was in seiner Nähe ist. Dieser neue Organismus wird jedes Lebewesen auf der Erde töten. Totale Konvergenz. Wir müssen hier weg!